So, Tag ihr Schnaftis und herzlich willkommen zurück zu Blackguards. Wir sind immer noch im Kampf gegen die Wölfe und im Zeitkampf um die Schätze, um das Gold. Ich kann das Geld hier nicht nehmen mit Aurelia, das heißt, wir werden vermutlich alle Wölfe töten müssen und schauen, dass die Gitter oben bleiben. Davon gehe ich jetzt zumindest mal aus. Naurim darf hier drüben mal ein bisschen putt machen. So, Surbaran könnte eigentlich da drüben... Wir bräuchten hier halt wieder Aurelia mit ihrem Flächenangriff, das wäre so gut. Aber nee, wir müssen hier ja wieder diese dämliche Maske aufsetzen. Ist eigentlich blöd, weil ich... Naja, komm, machen wir das. Okay, Takate. Der ist noch voll. Der hat auch noch 27. Der hat noch 24 und der auch. Komm, dann machen wir das mal so. Todesstoß. Na, verdammt, nur 10. Das hätte mehr sein müssen. Gut. Allerdings können wir ihn ja ausschalten. Also der Dreifachschuss hat sich echt gelohnt. Und das Publikum liebt uns. Das ist sehr positiv, möchte ich anmerken. Okay, okay, okay. Sie macht mal nichts mehr. Takate ist natürlich gegen diese Gegner sehr gut. Autsch. Naurim nicht so, aber Naurim wird damit auf jeden Fall fertig werden. Okay. Sobaran darf hier oben mithelfen. Hat auch keine Astralpunkte mehr. Aber Takate müsste das schon hinkriegen. 17, 17, 27. Dann mache ich erstmal den hier platt. 15, okay. Der hat nur noch 2. Den treffe ich aber nicht. Sonst würde ich den jetzt ausschalten, aber den treffe ich nicht. Dann mache ich das so. Nein! Verdammt. Schade drum. Stell dich mal ihm in den Weg. Ich hoffe, Aurelia überlebt das. Mann, das gibt einfach keinen Schaden. Ja, das aber auch nicht. Okay, Naurim darf natürlich hier wieder drauf klöppen. Das hat ihm wehgetan. Das hat man gemerkt. Mach mal das hier. Nur zur Sicherheit. Oh, oh, oh. Das wollte ich nicht. Ich habe Naurim mal wieder begraben. Nicht so schön. Okay. Ist nicht so wild. Kriegen wir auch so noch hin. So, Breeza darf sich jetzt mal ein bisschen zurückziehen. Ich glaube, wenn wir weiter wegstehen, ist die Zielsicherheit ein bisschen besser. Verdammt! Wir ballern viel zu viele Pfeile. Wir müssen unbedingt wieder Pfeile einkaufen gehen. Und das sage ich jetzt und vergesse es dann eh wieder. Kann ich die Kiste wegschieben? Ja, kann ich. Dann kann Naurim wieder aufstehen. Jetzt steht Aurelia auf Naurim. Okay. Gut. Nein! Der... Nein, der hat noch 9. Takate kann hier mal ein bisschen arbeiten. Sehr schön. 25. Risa. So, komm, jetzt aber. 26. Geblockt. Aurelia. Ja, Aurelia schiebt ein paar Kisten durch die Gegend. Das passt schon. Sobaran darf da mal auf den Kopf hauen. Sehr schön. Gut, schaffst du den? Er schafft ihn. Jetzt ist nur noch der hier übrig. Ach nee, der ist auch schon platt. Sehr schön. Okay, dann haben wir es ja geschafft. Ah ja, und das ist jetzt anscheinend das Gold, das wir noch hier ergattert haben. Kann ich jetzt nochmal in die Arena gehen? Jetzt muss ich erstmal... mit euch. Ja, 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 ja. Das haben wir gleich. Okay, alle erstmal heilen. Errungenschaft freigeschalten. Medikus, alles klar.
Nächtigen würde ich ganz gerne eine Runde. Ja, wobei wir sind alle vollkommen geheilt. Ja, aber gut, die Astralpunkte. Das ist halt das. Gehen wir nochmal raus. Wir sind jetzt keine Gefangenen in der Arena. Oh, da muss man immer so weit laufen. Gehen wir zum Stadtzentrum. Händlerin will ich auch nicht. Alchemistenviertel. Alchemistenviertel war das auch nicht. Im Traumkrautviertel war das, glaube ich. Das. Pub. Willkommen im Raum. Wie kann Genau, das. Der Rausch war das. Die Wanzen werden euch lieben. Jupp. Gut. So viel dazu. Jetzt müssen wir mal ganz kurz nochmal. Hat der Eine Klinge Schmied. oder. Hat der Was Schmied habt ihr noch an? Pfeile für uns? Also normale Pfeile. Ich möchte eigentlich ungern diese hochwertigen kaufen, weil die einfach echt teuer sind. Nee, normale hat er keine mehr. Bis dann. Gut, wie viel haben wir denn noch? Wie viel haben wir denn noch? Gar keine normalen mehr. Haben wir die alle schon wieder verballert? Wahrscheinlich. Waffen. Brandpfeil, haben wir nur noch einen. Wir haben doch Pfeile gekauft. Ah ja, hier Jagdpfeile, 80 Stück. Ich hoffe jetzt mal, dass das für den Anfang mal reicht. Daria, nö, Traumkrautviertel, nö. Gehen wir noch mal in die Arena. Immer noch ein. Wir wollen kämpfen. Ich möchte ein paar AP. Willkommen, Volk von Mengbilla. Heute erwartet dich ein Kampf, der vielleicht keinen Sieger haben wird. Ich schenke dir die Bezwinger der neun Horden und den König der Affen. Besiege alle Bestien, indem du sie tötest oder wieder einsperrst. Okay. Dann gucken wir uns mal um. Hier sind die Hebel, wahrscheinlich für die Käfige. Ich verstehe. Aber wie bringe ich die wieder in die Käfige hinein, wenn die jetzt rauskommen? Mit Aurelia. Sie kann sie reinlocken. Ist natürlich jetzt auch die Frage, wie lange wollen wir das durchziehen? Wie lange soll ich in die Arena gehen? Ich werde wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, ob das ein Ende hat oder ob das sich irgendwann wiederholt. Das werden wir ja wahrscheinlich sehen. Aber ich würde sagen, solange immer wieder neue Missionen kommen, also neue Kampfsituationen, werde ich das wahrscheinlich so lange machen, bis es vorbei ist. Weil es gibt ja auch Erfahrungspunkte, die man mitnehmen möchte. An ihn komme ich anscheinend noch nicht so wirklich ran. Aber ich gehe mal mit der Karte in die Mitte, einfach nur damit er das Hauptziel ist. Und stelle mich mal hier hin, damit er im Käfig bleibt, vielleicht. Autsch. Okay, Breezer muss da ganz dringend mal weg. Sonst wird ihr wehgetan. Den werde ich besiegen müssen. 31. Okay, aber die sind echt heftig. Die tun echt weh. Ich glaube, mit Naurim mache ich hier dasselbe mit ihm hier. Autsch. Oh nee, oh nee, oh nee. Gut, Aurelia sollte laufen. Sie sollte schauen, dass sie zu den Hebel kommt. Okay, Surbaran könnte ja schon mal mit ihm anfangen, da zu helfen. Zünden wir das Äffchen mal an. Also ich möchte zwei wieder einsperren und zwei töten. Einfach weil die wieder reinzulocken, das ist, glaube ich, ein bisschen aufwendiger. 12. Autsch, 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 autsch. Gut geblockt. Okay, Breezer kann ihn wieder angreifen von da hinten. Das geht ja. 28. Dann ist er schon mal weg. Das ist schon mal sehr gut. Ging ja doch recht schnell. Muss ich aber auch dazu sagen, dass Breezer ihn echt gut erwischt hat. Oh, Naurim. Naurim kriegt. Ah. Okay.
Aurelia. Ich hoffe jetzt mal, dass dieser Hebel für diesen Käfig hier ist. Wissen tue ich es natürlich nicht, aber ich hoffe es jetzt mal. Kannst du noch an dem Hebel, kannst du noch, nee, kann sie nicht. Wieso kann sie das nicht mehr? Weil ich wahrscheinlich zwei, Schritte gelaufen bin. Also zwei Aktionen gelaufen bin. Dann soll er mal Naurim heilen. Geht das? Ja. Das müsste klappen. Ich hoffe, das klappt. Doch, du brauchst das. Ganz dringend sogar. Was ist eigentlich mit den Viechern hier? Oder lassen wir die damit frei? Aber wie kann ich dann die hier wieder einsperren? Die Kisten. Wenn die Kisten umwerft, dann, wären die ein... Ja, wobei, der kommt doch mit Sicherheit an den Kisten vorbei. Also muss ich doch irgendwie das Gitter wieder hochmachen können. Ich, wenn jetzt an dem Hebel ziehe und dann kommt der hier frei, dann werde ich sauer. Bin mir da nicht so ganz sicher. Wer ist der Nächste? So. Wobei er auch nicht mehr allzu viel hat. Er hat noch 30. Okay, das geht noch. Aber ich will jetzt mit Takate natürlich nicht weg. Deswegen greife ich ihn jetzt nochmal an. 12. Risa ziehe ich jetzt mal hier rüber. Und Takate kriegt aufs Maul. Naurim auch. Autsch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ah ja, dann geht das hier zu. Alles klar, der ist wieder eingesperrt. Oder er ist tot. Okay, so kann man das auch sehen. Wie viel hat er noch? Er hat noch 2. Dann würde ich ihn fast mit Naurim platt machen. Das heißt, ich kann mit Sorberan nochmal Naurim heilen. Ich hoffe, das klappt nochmal. Reg dich ab, Naurim. Ist ja nicht für lange. So. Die können ja nichts machen. Der kann ja jetzt was machen. Autsch. Okay. Aber lieber die wie die Viecher. Bin ich ganz ehrlich. Okay. Naurim. Auf jeden Fall hier rüber. Und dann den hier richtig schönen Scheitel ziehen. Dann ist der weg. Verdammt! Okay. Okay, okay, okay. Takate, holen wir mal rüber. Und Breeza, die wird den nicht treffen. Verdammt. Das heißt, der kann auch nochmal zweimal... Doch, sie trifft. Nein! Ich hätte einen anderen Schuss machen sollen. Ja, es klappt. Okay, hat gepasst. Hat jetzt nur ein bisschen Pfeile gekostet, aber ganz ehrlich, er ist weg. Mehr wollte ich nicht. Ich hoffe, dass das Gitter ihn jetzt noch tötet, wenn ich das ziehe. Ich hoffe es wirklich. Zieh dran. 184. Okay, das hat ihn, glaube ich, getötet. Sehr gut. Die Fetten sind wir also schon mal los. Und die Kleinen sollten jetzt nicht mehr das Problem sein, glaube ich. Zumal es ja nur zwei sind. Die anderen sind ja noch eingesperrt. Okay, haben wir noch? Können wir noch? Wir können noch. Eine Heilung auf... Naurim ist, glaube ich, noch nicht nötig. Deswegen gehe ich jetzt mal doppelt, weil ich möchte dann Takate vielleicht heilen. Aurelia hat, glaube ich, ein kleines Problem. Naurim... Ja gut, komm. So, Takate könnte hier schon mal anfangen. 15. Breeza... Von hier? Trifft sie? Wahrscheinlich eher nicht. Nee, sie trifft leider gar nichts. Okay, dann gehen wir mal hier vor. Eigentlich ist es Schwachsinn, aber ich tue es trotzdem. Oh nein, sogar 3 Punkte. 3 Schadenspunkte. Gut. Sorberan in den Kampf, ins Kampfgeschehen holen. Autsch. Daneben. So, einmal hier.
Wie viel hat er eigentlich noch? 10. Ja, komm. Ich glaube, wir kommen ganz gut zurecht, würde ich mal sagen. Husten, Entschuldigung. Ach Gott. Okay. Sieht doch soweit ganz gut aus. Müssen wir jetzt die beiden anderen freilassen? Dann würde ich aber sagen, bevor wir das tun... Ja, wobei, komm, das kostet sonst zu viel Zeit fürs Let's Play. Ich hatte jetzt die Idee, dass wir vielleicht ein bisschen Astralpunkte regenerieren, aber wofür eigentlich? Für die kleinen Dinger da würde sich das ja gar nicht lohnen, da jetzt irgendwie so großen Aufriss zu machen. Den koche ich einfach. So, und dann ist Feierabend. Oh, der lebt ja noch. Einen hat er noch. Gut, das kann Aurelia auch regeln. Dann würde ich vorschlagen... Ach nee, das kann Takate machen. Dann machen wir das so. Dann lassen wir den letzten auch noch raus. So, dann kann Breezer hier schon mal ein bisschen Vorarbeit leisten. Oder sie macht gleich komplett. So, Aurelia, dann... Schön. Komm, einmal auf den Kopf. So mag ich das. Okay. 100 AP und ein bisschen Geld. Hat doch ganz gut geklappt. Seht ihr, was ich sehe? Das ist richtig, richtig schön. Da werden wir wohl bald mal wieder eine Ausrüstungsfolge mit einer Skillfolge verbinden, weil wir verdienen ja jetzt auch wieder schön AP. Das ist ja richtig reizend. Hier. Nicht schlecht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal nächtigen. Und nein, ich will nicht ins Traumkrautviertel. Will ich auch nicht. War das im... Doch, das war im Traumkrautviertel. Stimmt schon. Ich kenne mich in dieser Stadt überhaupt nicht mehr aus. Willkommen so. Die Wanzen werden euch lieben. Ihr seht doch ganz gesund aus. Ah ja, Entschuldigung. Wollte ich gar nicht draufklicken auf den Heiler. So. Ins Arena-Viertel zurück. Und wieder zurück in die Arena. Ich möchte noch ein bisschen leveln. Ich möchte noch ein bisschen Geld verdienen und ein bisschen ausrüsten, weil ich glaube, dass jetzt die nächsten Kämpfe auch ein bisschen schwerer werden. Und was wir mitnehmen können fürs Let's Play, nehmen wir natürlich mit. So, du alte Schachtel. Immer noch am Leben. Ja. Und wir sind... besser wie je zuvor. Wir wollen kämpfen. Aber sowas von. Heute präsentiere ich euch ein Spektakel, auf das wir alle gewartet haben. Erneut setzten die Bezwinger der neuen Horden ihr Leben aufs Spiel. So, wohin verschlägt es unsere Helden denn jetzt wieder? Versammle alle Helden und die Fahne auf der anderen Insel. Die Fahne. Versammle alle Helden und die Fahne auf der anderen Insel. Ach hier, bei der Fahne. Okay. Wir haben Krokos und wir haben diese Goblins. Die Goblins sind jetzt nicht so das Problem. Die Krokos allerdings können ganz schön Aua machen. Wenn ich V drücke, also wir müssen alle hier ankommen. Und wie lasse ich die Zugbrücke runter? Hier wahrscheinlich. Genau. Gut, sollte ja jetzt Bogenschützen-Goblin, Kroko. Ich befürchte fast, wir sollten Takate gleich hier hinschicken, weil dieses Kroko wird auf uns zukommen, genauso wie dieses. Aurelia wird den Part natürlich übernehmen zum Runterlassen der Brücken. Das heißt, wir können mit Breezer hier schon mal vorarbeiten. So, 26 Schadenspunkte ist schon mal nicht schlecht. Vorsicht. Ach, verdammt. Hallo? Ah ja. Okay, Naurim sollte hier unten unterstützen. Falls das Vieh wirklich rauskommt, brauchen wir den.
Vor allem geht es mir halt auch um die Ausrüstung, die wir im Kampf bekommen. Also die wir da letzten Endes mitnehmen. Da kommt wieder ein Pfeil geflogen und trifft natürlich. Verdammt. Der wird wahrscheinlich verfehlen. Der ist noch ein bisschen weiter weg. Ja, der ging daneben. Der wird auch daneben gehen. Ja, der ging auch daneben. Sehr schön. Aurelia darf sich in Richtung Winde begeben. Vielleicht muss ich die Winde auch öfter auswählen. So, Zurbaran darf und kann uns natürlich von hinten mit Zauber unterstützen. Soll er ja auch. 5. Wahnsinn. Bin ich auf die 1 gekommen, oder was? Traurig. Sehr, sehr traurig. Also wenn die Krokos erstmal bei uns sind, dann, ach, wir könnten auch außenrum. Warum soll man denn dann eigentlich die Brücken runterlassen? Könnten wir da... Wir können ja auch außenrum laufen. Ach, keine Ahnung. Ich lasse jetzt die Brücke runter. Ich probiere das jetzt mit der Brücke. So, Todesstoß. 12. Und damit haben wir eine Lederhandtasche. So, okay. Breezer. Der da allerdings ärgert mich schon ein bisschen. Ich glaube, den schalten wir mal schnell aus. Quatsch, 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 Quatsch. So, okay. Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Und dann werden wir noch ein bisschen Krokodile ärgern. Ciao.